Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute für euch im Test die Spinning Hornets von Nico. Neuheit 2022 bei Norma. 3,99 hat der Spaß gekostet. Und hier sind 32 große Bodenwirbel enthalten. NEM liegt bei 85 Gramm, bedeutet 2,7 Gramm NEM pro Stück. Und ja, ich bin sehr gespannt. 32 Stück sind hier natürlich drin. Wir werden jetzt nicht alle testen. Gekostet hat das Ganze 3,99. Ein paar werden wir aber auf jeden Fall mal zünden, genüsslich. Je nachdem, wie Spaß die Teile machen und vielleicht auch ein paar mehr. Und ja, dann hätte ich gesagt, legen wir einfach direkt los. Spinning Hornets von Nico. Viel Spaß! Neuheit, Spinning Hornets von Nico. 32 Stück drin. Wir machen jetzt nicht alle 32, aber hier mal so eine gute Handvoll. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Sind auf jeden Fall dicke Brummer von der Größe her. Was war das denn? Also das war auf jeden Fall schon mal gar nichts. Okay, der erste war ein absoluter Fehlstart. Das war jetzt dann, so wie es sich gehört, ein schöner dicker Brummer. Sehr schön, doch. Aber also es ist jetzt nichts Besonderes, muss man tatsächlich sagen. Es sind halt dicke Brummer, normale dicke Brummer. Cool natürlich, dass man hier eine Packung von 32 Stück hat für 3,99. Das ist natürlich preis-leistungstechnisch, wenn man es mal runterrechnet, was sonst so die Einzelpackung kostet, glaube ich, auf jeden Fall sehr gut. Wenn man überlegt, dass sonst in der Einzelpackung 3 Stück sind, ist das mit 32 Stück auf jeden Fall sehr gut. Wir zünden einfach noch ein paar hier genüsslich. Also machen Spaß die Teile. Ist auf jeden Fall solide Ware, so würde ich beschreiben. Was auf jeden Fall positiv auffällt, jetzt mal abgesehen von dem ersten, der gar nicht ging, die Drehquote ist gut. Also die drehen sich eigentlich echt alle ganz gut, haben ordentlich Speed. Auch hier hat man jetzt erst gedacht, oh, es startet wieder so als Fontäne, einfach raussprühend, aber hat sich gut gedreht. Doch, die sind gut. Letzte. Mhm. Eine noch. Der ging noch mal richtig ab. Und ja, ordentlich zugenebelt hier alles. Also ich finde, die Teile machen echt Spaß. Wenn man überlegt, jetzt 32 Stück für 3,99, ich denke, da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt mit. Ist eigentlich echt eine schöne Neuheit, weil sieht man jetzt sonst nur von Leslie und so weiter, dass man wirklich so ein 32er-Set hat für das Geld. Ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ich würde doch dann durchaus eine Empfehlung aussprechen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.